Ja, gut, weiter geht's. Naja, das ist eben live. Das kann passieren. Das ist auch nicht schlimm. Im Gegenteil, wo nichts schief geht, wird auch nicht gearbeitet. So, Genau. wir waren bei den Isländern. Die Skype-Verbindung ist uns übrigens gerade abgerauscht, daher die Probleme. Aber jetzt läuft's wieder. Die Isländer, ja, was haben die gemacht? Die haben zuerst mal ihren Staatspräsidenten, ihren Ministerpräsidenten, meine ich, zum Teufel gejagt, abgesetzt, haben ihn ersetzt durch ein Volksparlament. Die haben auch erst letzten Samstag über eine neue Volksverfassung abgestimmt. Da durften alle Isländer sich dran beteiligen, bis auf Politiker, denen war es untersagt. Ja gut, wie dem auch sei, jedenfalls wurde der Ministerpräsident Geir Haarden des Amtes enthoben, vor Gericht gestellt und er wurde sogar verurteilt und schuldig gesprochen, wenn auch nicht eingesperrt. Aber der Staatsanwalt hatte zum Beispiel 2 Jahre Haft gefordert. Die Isländer, die haben dann ein Referendum noch einberufen, ein Volksreferendum und haben alle gefragt, sollen wir jetzt die Bankenschulden übernehmen, diese vielen Milliarden, haben alle Nein gesagt. Dann sind sie in Brüssel erstmal im Kreis gehüpft und im Dreieck gesprungen vor Wut und Ärger und haben die unter Druck gesetzt. Daraufhin gab es ein zweites Referendum, die haben wieder Nein gesagt und damit war das Thema vom Tisch. Sie haben lediglich mit Großbritannien und ich glaube, in Frankreich ein Deal abgeschlossen, dass innerhalb ab 2016 über die nächsten 30 Jahre da so ein paar Milliarden zurückzahlen und dann war es das auch. Die Isländer haben es richtig gemacht. Warum ist das bei uns nicht möglich? Na, es liegt an der Politik und es liegt natürlich auch an der Bevölkerung. Ich glaube, deswegen meinte ich ja zuvor, und ich danke für das Beispiel Island, das ist wirklich, ich sage mal, eine Blaupause, wie man solche Krisen, die natürlich aus dem Geldsystem einerseits liegen und zweitens im Finanzmarktgeschäft, das ist über die Politik und Menschen hinwegfährt und zum Dritten halt in einer Verkorrumpierung, also zwischen Politik, zwischen den Finanzmarktakteuren und der Wirtschaft. Das ist ganz einfach, wenn sich das Volk wehrt, dass es natürlich die Änderungen in die richtige Richtung lenken kann. Und da ist Island wirklich das beste Beispiel. Also ich würde sagen, wenn man das eins zu eins hernimmt, das sehr dem Argentinischen ähnelt, muss ich sagen, dann ist das eine Lösung, die man wirklich eins zu eins umsetzen kann und die den anderen Ländern genauso helfen kann. Dass man es nicht so macht, liegt natürlich, ich sage mal, an der Zugehörigkeit zur EU oder besser gesagt zum Euroraum. Und Sie können mir glauben, also dass Schweden, Dänemark, die zwar bei der EU sind, aber nicht im Euroraum, dass die nicht im Traum daran denken, jemals also den Euro einzuführen. Also das heißt, wir haben auch innerhalb der EU 27 Länder, wie Polen genauso oder die Tschechei, die sich das als ersten Reihe fußfrei ansehen, was da mit dem Euroraum passiert. Und diese diktatorischen Maßnahmen, die also halb Südeuropa aufoktroyiert, natürlich ablehnen und die also sicherlich nie dem Währungsverbund beitreten werden. Also Island, Argentinien sind Beispiele, wie es funktioniert. Der Unterschied ist vielleicht ein ganz ein kleiner und gradueller, währenddem also Argentinien den IWF hinausgeworfen hat und bei jeder großen Veranstaltung natürlich immer noch gegen den IWF, ich sage mal, argumentiert und ist völlig zu Recht. Vielleicht nur so am Rande zwischen 2002 und 2007 oder 2008 haben wir kaum mehr Entwicklungsländer überhaupt Kredite aufgenommen vom IWF. Das heißt, die waren also völlig abgemeldet auf der Weltfinanzszene und die dürften ziemlich froh gewesen sein, dass sie da auf einmal wieder als Player hineingeholt werden in die Eurokrise. Also beim Island hat aber auch der IWF dann Kredite gegeben. Also das heißt, sie haben nicht das Geldsystem geändert, nur eben nicht, also den Banken, sondern Island hat dann eine Politik verfolgt, so wie Sie richtig sagen, wie es Argentinien auch gemacht hat. Das heißt, den Binnenkonsum gestärkt, sie haben also die Banken pleite gehen lassen und sie haben also gesagt, wieso sollen wir die Banken retten? Jetzt da wollen sie uns die Verluste geben, die Gewinne haben wir auch nicht bekommen und das ist natürlich die Lösung. Und da sind wir wieder bei dem, was halt die Politik der EU, der EU-Troika, Zusammenhalt mit dem IWF ist. Also die Gewinne sind privat und die Verluste sind sozial und werden den Steuerzahlern umgehängt. Und Island hat sich gewehrt, Argentinien hat sich gewehrt. Und das wäre der richtige Weg meines Erachtens, die Lösung. Nun ist aber die Macht der Banken in Island ja nicht niedriger gewesen als hier bei ja. uns. Und trotzdem haben es die Isländer geschafft, die Banken pleite gehen zu lassen. Die Kaupthing Bank, die ist jetzt pleite. Das Einzige, was dort wichtig war, und das könnten Sie vielleicht auch nochmal genauer erklären, dort wurden die inneren von den äußeren Geschäften oder Bankbewegungen abgetrennt, sodass ausländische Profitgeier
keinen Zugriff mehr auf die Geldflüsse des Landes hatten, während im Inland dennoch die Geldflüsse weiterhin am Laufen gehalten wurden. Was haben die denn da gemacht genau? Soweit ich mich erinnere, haben sie also so Bad Banks gegründet, wenn Sie das meinen, wo sie eben diese Auslandsgeschäfte ausgelagert haben, weil sie gesagt haben, wieso sollen wir die retten, also wieso soll der isländische Steuerzahler für irgendwelche Spekulationsgeschäfte haften, die die Kaupthing-Bank, sagen wir mal, mit Deutschland, Großbritannien oder mit Brasilien gemacht hat. Und diese Bad Banks, deswegen heißen sie, also haben sie einfach pleite gehen lassen. Das heißt, jene, die dort spekuliert haben und das Vermögen dort investiert haben, haben natürlich das Vermögen verloren. Das waren vielleicht auch ein paar einheimische Isländer, die dort spekuliert haben, aber das ist eben so. Und die Good Banks sind genau jene, und das haben sie dann so konzipiert, die natürlich der heimische Wirtschaft, so wie es ja ursprünglich auch vorgesehen war, der Realwirtschaft, also den Unternehmungen und den Menschen dienen. Und die haben sie also forciert und so haben sie dann also, sind sie aus der Krise herausgekommen. Und ich glaube, mittlerweile stehen sie besser da als alle anderen. Ich habe also nur gelesen, dass sie 2011 ein Staatsbudget plus minus null schon haben. Also die haben in 2,5 bis 3 Jahren, ähnlich wie Argentinien, allerdings in Island halt ein bisschen mehr unter Mithilfe des IWF, die Krise gemeistert. 2 bis 3 Jahre muss man ansetzen. Nur das, was die EU-Troika gemeinsam mit dem IWF und der EZB in Südeuropa aufführt, das ist nichts anderes als Finanzterror auf dem Rücken von 120 Millionen Menschen. Ja, und denen geht es gar nicht mal so schlecht, den Isländern. Inzwischen blühen die Geschäfte wieder auf im Land. Es kommt auch wieder der Tourismus in Gang, weil es dort wieder was zu sehen gibt. Ja, es stellt sich die Frage, ach so, ja, richtig, die Hypotheken sind gesenkt worden von der Regierung für die Leute, genau, weil sie wieder Geld haben. Ne? Ist die Frage, was verlieren sollten. Ja, zu den Hypotheken haben Sie auch ganz was Interessantes gemacht. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Sie haben genau das Gegenteil gemacht, was man in den Vereinigten Staaten gemacht hat. Sie haben also die Konsumenten gerettet, damit sie ihre Hypotheken bezahlen können und nicht die Banken, damit sie die Hypotheken abschreiben können. Und das ist natürlich der richtigere Weg. Also wenn ich schon als Staat, als Politiker tätig bin, dann muss ich auf meine Bürger schauen. Und das ist ja fatal und eine komplett verkehrte Politik, dass ich die Spekulanten belohne und auch deren Eigentum, also deren Vermögen, versuche auf dem Rücken der Steuerzahler zu retten. Ja, aber wir sollten vor allen Dingen eine Lehre aus diesem Beispiel Island für uns ziehen. Denn im Gegensatz zu den Deutschen beispielsweise sind die Isländer auf die Straße gegangen. Die waren auf der Straße und haben Präsenz gezeigt und haben sich politisch organisiert, Gruppierungen gebildet und haben dadurch überhaupt erst ihre Stoßkraft erhalten. Solange der deutsche Michel mit seinem Bier vorm Fernseher sitzt, wird sich da eben auch nicht viel ändern. Wie sehen Sie das? Meinen Sie, dass das bei uns vielleicht mal irgendwann der Fall sein könnte? Es ist deswegen nicht der Fall, wie ich zuvor sagte, weil in Deutschland, Österreich, Niederlande eben die Exportüberschussländer sind. Also Österreich in der Leistungsbilanz, in der Handelsbilanz haben wir ein 8 Milliarden Defizit. Wir sind ja der Norden, ist also der Profiteur vom Süden. Also der Norden hat auf Kosten des Südens gelebt. Der Norden hat Exportüberschüsse, der Süden hat Importdefizite. Deswegen sind bei uns auch die Arbeitslosenraten noch nicht hochgeschnellt, deswegen geht es uns auch vermeintlich besser. Aber die Anzeichen sind ja schon längst da. Also die EU ist ja das dritte Quartal schon in der Rezession, die Autoverkäufe sind in Europa um 8 bis 10% gesunken. Es wird schon längst wieder über Kurzarbeit nachgedacht, so wie wir das schon 2009 einmal hatten. Das kann natürlich nicht gut gehen in einer verwobenen Wirtschaft. Der eine kann nie auf Kosten des anderen leben. Und da komme ich wieder auf das zurück, was Sie auch völlig richtig gesagt haben. Also die Griechen so zu beschimpfen und zu unflätig zu sagen, wir, das Geld gehört uns und die sollen endlich arbeiten, das ist natürlich völlig verfehlt, so wie das auch die Bundeskanzlerin Merkel einmal gemacht hat. Die Leute gehen meines Erachtens eben deswegen nicht auf die Straße, weil es uns noch zu gut geht. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, sag einmal, irreal, weil ja in Deutschland gibt es 23%, die in prekären Arbeitsverhältnissen leben. Diese Leute haben leider keine Lobby. Ich meine auch die Gewerkschaft, die hat die also nicht vertreten, die hat ja auch in der SPD zum überwiegenden Teil, also diesem Sklavenhalterprogramm zugestimmt. Und bei uns in Österreich ist also die Mindestsicherung liegt auch unter dem Existenzminimum. Bei uns sind vielleicht nicht 23% in prekären Arbeitsverhältnissen, also inklusive Leiharbeit, sondern halt etwas weniger. Und so wie Sie richtig sagen,
Solange man sich das Bier leisten kann, wieso soll ich auf die Straße gehen? Für mich persönlich stimmt mich immer ein bisschen traurig oder auch nachdenklich, wenn sich Leute, ich sage einmal, 800.000er, 700.000er Fanmeilen zudröhnen, aber natürlich also die Zusammenhänge und die völkerverbindenden Teile nicht erleben wollen oder nicht nachdenken wollen. Und dann wäre es natürlich also höchst an der Zeit, hier auf, also nicht nur auf die Straße zu gehen, sondern nachzudenken und natürlich eine andere Politik einzuleiten. Ja, natürlich gibt es da noch eine andere Spielart der kapitalistischen Diktatur, nenne ich es jetzt mal ganz platt, nämlich den bargeldlosen Zahlungsverkehr. In Italien beispielsweise ist es nicht mehr möglich, Summen von mehr als 1.000 Euro in bar zu erhalten. Das geht dann nur noch online. Das heißt, oder mit der Karte. Das heißt, im Grunde genommen steuern wir da auf die totale Diktatur zu, denn ich hatte ja vorhin dieses schöne Beispiel gebracht, dass ich für Sie mal den Rasen mähe für einen Zehner. Ja. Wenn Sie mir den dann elektronisch überweisen als Kreditpunkt oder wie auch immer, dann wird das irgendwo beim Finanzministerium aufploppen. Die sehen, aha, der Josch, der hat 10 Euro vom Herrn Pregetter bekommen, und dann werden sie das gleich besteuern oder mich wegen Schwarzarbeit rankriegen wollen. Also das heißt, das ist eine ganz, ganz üble Geschichte. Wissen Sie denn irgendwas über diese Absicht mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr? Wie könnte man das überhaupt realisieren? Nur das ist schon längst realisiert, wenn Sie hernehmen über die Kreditkarten, Bankomatkarten, wo man natürlich dann Cash abheben kann. Ja. Aber durch die Internetüberweisungen mit allen möglichen Kennziffern, die natürlich nie ganz Hacker sicher zu machen sind. Also wie gesagt, also betreffend jetzt eines ganzen Geldsystems in einem Land, ist das Bargeld also minimal. Wenn ich hernehme, in Deutschland haben also die aggregierten Bilanzsummen, dort kann man das absehen, der deutschen Banken außer der Bundesbank ca. 8.400 Milliarden, das Bruttoinlandsprodukt ist ca. 2.500, und von den 8.400 Milliarden sind 2%, vielleicht ein bisschen mehr, das echte Bargeld. Also das heißt, 98% ist eh schon das virtuelle Geld, wie zuvor gesagt, das eben nicht das gesetzliche Zahlungsmittel ist. Und natürlich ist das das Liebkind der Banken, weil sie ja das Bargeld von der Zentralbank kaufen müssen und diese Barreserve vorhalten müssen. Und sobald jetzt in einer Krisensituation, das waren die Anzeichen auch in der Geschichte, die Banken übereinkommen, dass die Politik da mitspielt, möchte ich jetzt nicht mehr kommentieren, weil da gibt es also andere Dinge auch, die man vielleicht näher betrachten müsste. Wenn die Banken jetzt sagen, also wir wollen das Bargeld abschaffen, weil in dieser Zeit die Zukunft ist das digitale Geld und mit allen möglichen Argumenten, na ganz einfach, dann wollen sie das gesetzliche Zahlungsmittel abschaffen. Und so wie Sie richtig sagen, dann lebe ich natürlich in einer kompletten Diktatur, denn wenn ich mir vorstelle, wenn ich überhaupt kein Bargeld mehr habe, also jetzt nicht mit der Bankomatkarte um die Ecke gehen kann, 20 Euro rausdrücken kann, und dann gehe ich, ich sage einmal, in mein Gasthaus, um mich dort mit Freunden zu treffen und ein Bier zu bezahlen, na, dann sind sie also komplett verfolgt, komplett abhängig, und wenn die Bank ganz einfach den Stecker rauszieht, na, dann sind sie dann nichts anderes wie das, was vielleicht 1984 der Herr Orwell gar nicht vorhersehen wollte. Ja, das ist gut gesagt, aber es gibt noch einen anderen Kontext, ich mal. Es gibt nämlich genau eine Situation, bei der die Bank Farbe bekennen muss, nämlich dann, wenn alle zur Bank gehen und ihr Geld haben wollen. Sagen, ich gehe jetzt dahin, ich mache mein Konto leer, ich glaube euch das nicht, dass es euch noch lange gibt. Und in dem Moment müssten die Banken dann wirklich Farbe bekennen, die Hosen runterlassen und wären am Ende. Und wenn wir jetzt nur noch virtuelles Geld haben, dann können wir keinen Bankenrun mehr machen, denn davon können sie nachproduzieren, so viel sie wollen. Und damit sind die im Grunde genommen aus dem Schneider, oder? Richtig, also vielleicht noch zum virtuellen Geld, das, was Sie völlig richtig sagen, also dann können Sie das nachproduzieren, wie Sie wollen. Vielleicht auch ein großes Missverständnis, das ich jetzt schnell ausräumen möchte. Geld ist nie knapp. Es wird knapp gemacht von den Banken. Buchungszeilen im Computer können nicht knapp sein, genauso wenig wie Buchungszeilen in einem Excel-Sheet knapp sein können. Also es gibt immer Geld für Obdachlose, es gibt immer Geld für Mindestrentner, es muss immer Geld geben für Harzaufstocker, für Sonstiges. Es wird knapp gemacht durch die Politik, die das Geldsystem nicht versteht oder wenn sie es verstehen, sich längst mit den Finanzakteuren zusammen in ein Bett gelegt hat.
Das ist auch das, worauf, das kann ich vielleicht auch den Hörern empfehlen, Colin Crouch, also das befremdliche Überleben des Neoliberalismus, hat er geschrieben. Und da meint er, dass die Politik dem Neoliberalismus ausgeliefert ist. Das ist auch der Artikel, der morgen oder übermorgen von mir erscheinen wird. Das heißt, wir haben es hier mit einem Finanzterror zu tun, wo die Politik ganz einfach mitspielt. Geld kann nicht knapp sein, weil Buchungszeilen nicht knapp sein können. Und das ist genau das, was Sie meinten. Und solange es das in diese Richtung geht, ist das natürlich fatal. Zum Bankrun völlig richtig. Wenn die Menschen, und das ist natürlich die große Furcht der ganzen Finanzakteure, und da kann natürlich die Bevölkerung ansetzen, wenn die Menschen das Geldsystem kennen würden und ganz einfach ihr Bargeld abheben würden, na, dann ist natürlich das Geldsystem tot, weil das Geld einfach nicht physisch vorhanden ist. Das kann man auch leicht nachlesen, wenn ich noch einmal zurückkommen darf auf die deutschen aggregierte Bankbilanz. Also 8.400 Milliarden ist die Bilanzsumme und davon gibt es also nur ca. 2%, also 2x8 ist 2%, also an Barwerten, an Münzen, die im Umlauf sind in Deutschland. Und die Spareinlagen sind ungefähr das 5- bis 8-fache höher. Also wenn jeder Sparer hingeht morgen und sagt, ich möchte meine 15.000, 20.000 Euro abheben, machen Sie das in einer kleinen Stadt und in einer Großstadt, ist das Geld physisch nicht da. Und genau das ist das, was Italien macht, indem sie jetzt sagen, na, die Zukunft gehört, ne, das wird marketingmäßig verpackt, deine Mascherl, ja, das Zukunft gehört, also dem digitalen Geld, und sie haben sie haben so viele Clubkarten, sie haben also Kreditkarten, jetzt machen wir deine einzige Bankomatkarte und vergessen wir ganz einfach das Bargeld. Das heißt, die Banken haben so eine Macht, dass sie ganz einfach das gesetzliche Zahlungsmittel abschaffen wollen, und das ist natürlich fatal für die Bevölkerung, dann sind sie ausgeliefert. Ich finde ja, ehrlich gesagt, wir bräuchten sowieso gar kein Geld, aber das würde den Rahmen dieser Sendung sprengen, hatten wir vorher vereinbart. Und deswegen machen wir stattdessen jetzt nochmal einen kurzen Musiktitel. Und dann geht's weiter zu einem Fragenkatalog von The Intelligence. Und der wird sehr spannend. Aber wie gesagt, bis dahin nochmal ein wenig Musik. Libère cette sensation, on reste à l'unisson.
Horizon, yeah. Tu réponds à mes prières. Mouvement incessant, tu avances. C'est quoi, je suis prisonnière. Aujourd'hui, un plus qu'hier. Tu jettes le chant qui m'encense. Enchaîne, s'enchaîne, il s'enchaîne, il se tait.